Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich und dem Herrn Sofort neben mir. Von mir aus ohne den Herrn Sofort neben mir. Okay. Ja, wir haben Guild Siege in Guild 2. Sofort und gleich UTO 2 gegen Swag Money. Selbst wenn die jetzt die eine Insel da noch Da down muss noch bekommen. zwischen dem N und dem E muss noch ein K hin. Okay. So. Oh, die Anzeige ist gefixt. Ich sehe das erste Mal, wie viel. Cool, die Anzeige ist gefixt. Warum denn was? Weil vorhin, also was heißt vorhin, seit gestern eigentlich waren immer die. Standen immer noch Namen darüber. Ich glaube, beim anderen Tablet ist es sogar noch so. So, also. Beim anderen Tablet ist es nicht so. Ich glaube schon, ja. Also hier Stark nachfällt 42. oder was? Ja, eigentlich nicht. 42 gegen 42 aktuell. So, dann gehen wir mal in das Match rein und dann machen wir jetzt mal unseren nächsten Das war's für Kampf. dieses Video, wenn es euch gefallen hat, Alter. Ja, klar. So, Automatik oben raus gegen Leviathan. Levitan. Leviathan. Levitan. Leviathan. Levitan. Levitan. Hört sich ein bisschen russisch an. Leviathan. Levitan. Leviathan. So, da habe ich eine Kokgan. Eine Kokan. Gegen Leviathan. Leviathan. So, okay. Dann habe ich eine Revenus Porzellan Babise. Und So. da ist er, der Gegner da. Haben wir ihn. Kaput. Leviathan. Da ist er kaput. Kabüt. Kaput. So ist kein allzu schwerer Gegner gewesen. Was denn da? Iron Dags von Swag Money. So, ja, Oktoberbräu, Kokgan oder das? Ach, weißt du was? Ich fange jetzt einfach mal hier mit einem Viking Peter an. Hat zwar nichts mit Drunk zu tun, aber ist auch egal. So, und dann mache ich jetzt hier meine Porzellanbabys. Warum denn Drum? Du bist auf der Wasserinsel. Ja. Ja, das war nicht so Drum. Ich weiß. Ja. Ja, dieser Viking Peter ist normalerweise eine Drunk-Karte. Oh, das Spiel habe ich jetzt mal gespielt, auch wenn ich noch auf einer Waffeninsel bin. Ja. So. Also weiter geht's. Let's go! White House Bo 34 nur. Okay. Warte Also. mal, guck mal, was das für Level ist. Ich stelle vor, wenn wir 2 sind, oder Level 3. 34 ist Level 3 in Level 3 Zack Brannigan. Und so gute Karten, super gute Karten. Alter, ich spiele noch ein neues Klavier. Wenn du den nicht besiegst, Was soll da eine Frenzy, eine schief Schutzfrenzy, gehen? Ja. Ja gut, betrunken auf Arbeit. wenn du halt noch nicht so weit bist, dann spielst du halt auch Die mal Karte heißt Betrunken auf Arbeit. betrunken auf Arbeit, ja. Warum betrunken auf Arbeit? Damals hieß die Betrunken auf der Arbeit. Ja, derjenige, der die Karte gemacht hat, der war auch betrunken auf Arbeit. Ja. So. What the fuck? Betrunken auf Arbeit. Gut gedeutet. Betrunken auf Arbeit. Also. Aber man, es, ich finde es gut, wenn unsere Gegner auch mal Francines einsetzen, dann sieht man wenigstens mal, was die Karte auch nicht, alles nicht kann. Chainsaw Hank. Bei dieser Karte denke ich immer an Jigsaw. Weißt du? Wegen Chain, Jake, weißt du? Den er nicht gesehen hat. Ja, ich So, weiß. also. Nicht jetzt irritiert sein. Was? Er sofort guckt. Jigsaw, was? Woher kennt er? Was ist das? Ich kenne diesen Film einfach. Ich habe ihn nicht geguckt, aber ich kenne ihn einfach. Das kennt jeder. Das ist ein Klassiker. Ein Klassiker. Den So. kennt jeder. Geh mal irgendwo, frag mal 10 Menschen. Und dann werte mal aus, wie viele Leute noch von Okay, ich Jigsaw frage kennen. mal im Haus. Wir sind hier fünf. Ich frage mal im Haus bei den fünf Leuten nach, wer es alles geguckt hat. Geguckt. Oder wer es kennt. Ich bin gespannt, wie viele es kennen. Ich denke Von. mal drei. Denke ich auch. Drei von fünf kennen es nur. Ja, ist ja auch irgendwie logisch, ne? Wieso? Du hast jetzt, das kennt jeder gesagt. Nur drei von fünf ist schon mal nicht jeder. Oh
Ich weiß. Alles richtig gemacht. So, das weiter geht's. Wenn ich sage, ich hasse ihn, dann sagt er, aber ich habe alles. Nein, dann sage ich, mein Leben hat einen Sinn. Ja. So, dann haben wir den M-Rover Kill. 89, was? Kraft Magadale. Oh, und den mit einer Luise. Aber nee, ich finde das so besser. Machen wir es erstmal so. Ich will froh, dass ich Akzent habe. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo der kommt, der Scheiße her. Was für die Scheiße? Ich glaube, weil du lernst diese Kram. Ich lerne auch so. Französisch. So. Ich hab's in der Schule. Also im Rover Kill 89. Aber ich hab jetzt irgendwie keine Ahnung, wie auf die Schule Kill ist. Also dein Normalzustand. So. Alter, du gehst mir heute so auf die Nerven. Nur heute? Ja. Okay. So, also es geht weiter. Iron Dax von Swag Money. Und dann haben wir eine Dina. Und dann haben, wir eine Tom Landry Middle School. Eine very schlimme Dina. Eine very schlimme. Eine very, very schlimme Dina. Und du weißt doch schon, Dina ist schlimm auf Französisch. Nö, weiß ich auch nicht. Was heißt schlimm auf Französisch? Weiß ich nicht. Toll! Super! Wie der ist jetzt rüber? Du weißt ja noch nicht mal, was schlimm auf Französisch heißt. Ja, du lachst dich drüber kaputt, weißt du aber nicht, was heißt. Nö, weiß ich ja nicht. Deswegen sage ich ja schlimme Dina. Ich weiß, was es heißt. Was denn? Ich kann es dir irgendwie in 20 Sekunden oder so sagen, weil wir hier uns gerade noch arbeiten. Finlandia von Swag Money. Ceci wird wahrscheinlich schon die Antwort unter die Kommentare schreiben. Ich glaube, das heißt Mauvais. Mauvaise. Mauvaise. Irgendwie sowas. Es kann auch sein, ja, schlecht. Mauvaise ist ja schlecht. Sava Mauvaise hat. Ich habe gerade Übersetzer eingegeben, egal. Ja, Sava Mauvaise kenne ich. Das hatte ich früher mal irgendwann so in meiner allerersten Unterrichtsstunde, glaube ich, gelernt. Der allerersten Unterrichtsstunde. Ja, daher, wenn sie alle anfangen mit Sava, 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 die erste Stunde lief, glaube ich, voll was. Nach unserem Französischlehrer hat sich vorgestellt. Dann haben wir hat sie uns erstmal gefragt, s'appelle comment? Dann haben wir gesagt, wie m'appelle. Dann hat sie uns halt gesagt, hat vorgesagt. Und da war halt ça va, ça va bien, ça va mal, bof. Bof? Ça va bien. Da bin ich bof. Da bin ich aber bof. Ça va bof. Da bin ich aber bof, ey. Ça va? Bof. Da bin ich bof. Bin ich total bof. Ja, Mann. Total bof. So, jetzt muss ich aber mal hier. Ne? So. Bof. Ich bin bof. Ich bin bof. Mann, da bin ich aber bof. Ich bin so, also. Nicole von Swag Money hat auch eine Francine, oder war das die gleiche von vorhin? Nein. Francine ist, glaube ich, Nicole. Gegen Nicole habe ich jetzt erst mal gekämpft. Ja. Francine ist da scheinbar der bei denen sehr beliebt. Der gleiche ist nicht so gut, ihr müsst halt wissen, der gleiche ist nicht gut. Ich meine, mit der Gilde, die Gilde läuft halt nur durch die anderen Teammitglieder, ne? Der gleiche ist halt nicht so gut. Stimmt sogar. Ich weil einer gut. Alleine kann eine Gilde nicht, kann ja erfolgreicher. Das ist sogar absolut richtig gesagt, obwohl du mich eigentlich dissen wolltest, aber du hast recht. Aber derjenige, der den Account spielt, der ist schon schlecht. So, jetzt müssen wir also mal was machen. Ich kenne den irgendwie, der ist total schlecht in dem Spiel. So, es geht weiter. Es geht weiter. Ich muss nicht auf jeden Mist eingehen, der da von der Seite irgendwo kommt. Oh, so. Irgendwo. Weiter geht's. Weiter geht's. Und dann sind wir auch schon hier wieder. Durch. Durch. So, jetzt musst du noch. Den haben wir. Oh na, ich mache Bending School. Hat einen Angriffspunkt mehr. Ein Craze mehr. Einen Angriffspunkt hat die Karte mehr. Ach so. Ja. Wow, nämlich nicht 16, sondern 17. Ja, ein Angriffspunkt kann schon den Unterschied über Sieg oder Niederlage bringen. 17 und 16, sondern 26 und 27. Mann, nachdem. Mann, 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 Mann. So, also. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz hier drüber. Halt, stopp. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, Abo und Kommentar da. Bis dahin auch noch einen Greif. Hallo, 42. So, dann gucken wir hier nochmal ganz kurz rein. Alter, wie viele Leute 100 geholt haben. Nati, Nate, Snorts, Dreifuchs, Davini, Gabriel, D, Julian, Gorgios,
Stewie, 21 Savage, Manu Baya, Cuddly, Werehog, James, X-Strike, Phobos, alle mit einer glatten 100. Quark, Müller, Andrelo, Dakatarules, ist neu, Dakatarules und Quark, Müller, cool. Jesse, Marunga, Ililil, Reil, Hassknecht, Tamasch, Simal, Player, Vitenam, Danteman, Schmobi mit einer 91. St. Michael D., Zardos, The King, Rodrogo, auch neu. Herr Gleich, Auto Rack, auch relativ neu mit einer 73. Nüsse, Tu, dann TRS, Humphrey, Ruffy, FX, HF, was denn? Wieso? Ja, du hast vorhin schon 73 gesagt. Ja, und jetzt Jonathan W. mit 55, Joan mit 46, Blaze, Duterte TR mit 37, Morton 37, Slayer 21, Grimaldi, ja, Ruben. Die mit drei Matches gemacht haben. Ja. So, ich möchte euch noch was zeigen, das muss ich präsentieren, also bin mega stolz auf ihn, ist sowieso unser MVP, soll jetzt nicht die Leistung von anderen schmälern, aber Cuddly ist einfach the best, the best of the best of the best. Ja, Grillkampf-Herausforderung, inzwischen haben die übrigens beim Ranking schon was geändert, ne? Beim Ranking kann man inzwischen sehen, also jetzt, vorher waren es immer nur bis 25, jetzt haben sie es bis 99 runtergemacht. Du bist 4.995. Ja, genau. Ja, ich habe jetzt die Kämpfe heute noch nicht gemacht. Ich habe die Kämpfe heute noch nicht gemacht. Auf Platz 29, da ist er, unser Cuddly. Mit 106 Cups, die er da geholt hat. Ich finde es einfach nur unfassbar. Nein, mache ich jetzt nicht. So. Eins, komm, eins kannst du aufmachen. Ein Super Epic Pack. Okay, mache ich ein Super Epic Pack auf. Ein Super Epic Pack. Damit du glücklich bist, ein Super Epic Pack. So, und was kommt? Natürlich Schrott. Ein Karaoke-Kahn zum Abschluss. Ein Sing-Sing-Song. So, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir mal ein Like da oder lasst uns ein Like da. Schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut uns nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Slowdown mit mir dem Engagement, dem Herrn sofort. Macht's gut, bis dann, tschüss.